Sie haben das Lernmodul in Privatlernmodule abgelegt und möchten es jetzt in Ihrer Klasse benutzen. Das bedeutet, Sie müssen es als erstes in Ihrer Klasse kopieren. Der Befehl lautet allerdings hier duplizieren. Und ich zeige Ihnen erstmal die kurze Version. Sie gehen auf den Punkt weitere Funktionen und finden hier schon das Duplizieren. Jetzt wählen Sie als Ziel Ihre Klasse aus und erstellen eine Kopie. Die Meldung des Systems: Das Lernmodul wurde kopiert. Wir kontrollieren das Ganze, ob das auch angekommen ist. Das heißt, ich wechsle jetzt in die Klasse, gehe auf Lernmodule. Immer wieder gesagt, nicht erschrecken. Sie sehen nichts, aber es ist unter Bearbeiten. Und immer wieder kursiv bedeutet, es ist noch nicht freigegeben. Die zweite Möglichkeit, ein Lernmodul in die Klasse zu kopieren, geht über folgenden Weg. Dazu öffne ich meinen Lernplan und gehe jetzt auf Einstellungen. Rechts oben finden Sie einen Kopierbefehl und über das Kopieren sind wir genau an demselben Dialogfenster. Sie wählen das Ziel aus und erstellen eine Kopie. Auch hier wieder, das Lernmodul wurde kopiert. Sie können die Fenster schließen. Auch hier wieder schauen wir an, ob es in der Klasse angekommen ist. Ich wechsle in die Klasse, in die Lernmodule, gehe auf Bearbeiten und das Thermometer ist angekommen. Sie haben das Lernmodul erfolgreich in die Klasse kopiert, haben noch kleine Korrekturen vorgenommen und möchten es jetzt freigeben für die Klasse. Dazu öffne ich das Lernmodul und mein Weg führt mich über die Seiten. Um den Befehl Freigabe zu sehen, muss ich die Seite, die ich freigeben möchte, markieren. Das gleiche kann ich auch über den Befehl Alle machen. Hier haben wir unseren Befehl Freigeben und durch Klick auf diesen Button erscheinen Freigabe zurückziehen. Ich kann es also jederzeit wieder zurücknehmen oder löschen, was ich jetzt nicht machen möchte. Das Fenster schließt nicht selbstständig, ich schließe es und wenn Sie jetzt unter Ansicht gehen, dann sehen Sie, wird das Thermometer angezeigt und der Schüler könnte jetzt die Aufgaben lösen. Als Zusammenfassung zeige ich Ihnen nochmal den gesamten Weg vom Kopieren bis hin zur Freigabe. Ich habe dazu ein zweites Lernmodul importiert. Sie wissen, es gibt einen kurzen Weg, den wähle ich jetzt. Ich gehe auf Duplizieren, wähle als Ziel meine Klasse aus und erstelle eine Kopie. Immer wieder die Meldung des Systems abwarten. Ich wechsle nun in meine Klasse, in die Lernmodule. Und unter Bearbeiten finde ich mein zweites Lernmodul. Ich öffne es und markiere die Seiten. Ich möchte der Klasse gleich von Anfang an alle beiden Seiten zur Verfügung stellen, markiere auf Alle und gebe das Lernmodul frei. Das Fenster wird geschlossen und über Ansicht kann ich jetzt kontrollieren, ob das Modul für die Schüler sichtbar ist. Auf der rechten Seite sehe ich, dass es zwei Seiten sind und insgesamt 12 Punkte zu erreichen sind. Bei unserem Thermometer ist es eine Seite und insgesamt 17 Punkte wären zu erreichen. Wollen Sie die Freigabe für die Klasse beenden, also die Freigabe zurückziehen? Dann müssen Sie auf Bearbeiten gehen, öffnen Ihr Lernmodul, markieren die Seiten, wählen alle Seiten aus und ziehen die Freigabe zurück.
Wenn ich jetzt auf Ansicht gehe, ist das soeben bearbeitete Lernmodul von der Freigabe zurückgezogen worden. Die Frage, die jetzt noch im Raum steht, ist, wem habe ich jetzt das Lernmodul zugewiesen? Der gesamten Klasse oder nur einer gewissen Auswahl? Und deswegen schauen wir uns das jetzt nochmal unter diesem Gesichtspunkt an. Also achten Sie mal bitte drauf, wann kommt die Frage, wem ich das zuweise. Ich bin in meiner Beispielklasse drin, Lernmodule, öffne das Lernmodul, was ich freigeben möchte, gehe auf Seiten, markiere alle Seiten und gebe frei. Haben Sie bis jetzt die Information gesehen? Nein, sie ist noch gar nicht gekommen. Denn sie befindet sich auf einem anderen Punkt. Ich aktualisiere, damit ich auch sehe, dass es wirklich freigegeben wurde. In den weiteren Funktionen finden Sie jetzt den Lernfortschritt und die Zuweisung. Öffne ich das Ganze, so sehe ich in erster Linie denjenigen Teilnehmer, der das Lernmodul schon mal angeklickt, angefasst oder einfach nur mal angeschaut hat. Über den Alle Mitglieder anzeigen sehe ich nun, wem ich das Lernmodul zugewiesen habe. Sollten sich jetzt hier noch Lehrer drin befinden, dann können Sie die auch von diesen Zuweisungen ausnehmen. Also ich nehme mich selber nochmal raus und muss dann natürlich auch die Änderung speichern. Der Hinweis, die Änderung der Zuweisung bewirkt den Verlust des aktuellen Lernstandes. Bei betroffenen Nutzern sind Sie sich sicher? Ja, ich bin mir sicher. Die Änderung wurde gespeichert und jetzt ist sozusagen für mich als Lehrer, ich habe mich also gerade selbst rausgenommen von der Freigabe, auch in der Ansicht, das Ganze nicht mehr zu sehen. Ein Schüler, den ich noch in der Freigabe hatte, der sieht natürlich über Ansicht alle beide Lernmodule. Lassen Sie mich am Ende des kleinen Videos die wichtigen Schritte noch einmal zusammenfassen. Schritt 1, ich habe ein Lernmodul in meine Klasse hochgeladen. Schritt 2, ich prüfe jetzt als erstes, wem möchte ich dieses Lernmodul freigeben? Also zum Beispiel nicht den Lehrern. Danach gebe ich das Modul frei, einzelne Seiten oder alle Seiten. Und ab jetzt kann der Schüler die Bearbeitung des Lernmoduls vornehmen.